Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute wende ich mich an Sie als Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin und Notfallmedizin, der DIVI. Mit großer Sorge beobachten wir derzeit den überproportionalen Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland und gleichzeitig natürlich in ganz Europa. In unseren Nachbarländern werden tagtäglich neue, außerordentlich beunruhigende Infektionszahlen veröffentlicht. Und in Deutschland lassen die Ansteckungszahlen der letzten Tage nichts Gutes an. Wir haben von der DIVI immer betont, dass die Intensivmedizin gut vorbereitet ist auf einen Anstieg der Infektionszahlen. Tatsächlich konnten in den vergangenen Monaten zusätzliche Bettenkapazitäten geschaffen werden. Auch stehen ausreichende Beatmungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das können wir täglich in dem gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut von uns gestarteten Intensivregister einsehen. Es gibt aktuell noch genug freie Intensivbetten. Aber unabhängig davon hat die Anzahl des Pflegepersonals auf den Intensivstationen und auch des Ärztepersonals in den letzten Monaten nicht zugenommen. Bei den Intensivpflegekräften kämpfen wir immer noch mit den gleichen Engpässen wie vor der Covid-19-Pandemie. Zwar wurden umfangreiche Maßnahmen durch die Bundesregierung schon im letzten Jahr angestoßen. Bis sich hier eine Wirksamkeit entfaltet, dauert es aber sicherlich noch Jahre. Und so stehen wir augenblicklich vor einer sehr besorgniserregenden Entwicklung angesichts der dramatisch steigenden Infektionszahlen. Aus nachvollziehbaren Gründen kommt es nunmehr vermehrt zur Ansteckung des Pflegepersonals im privaten Umfeld. Das Gleiche gilt für das Ärztepersonal. Auch Risikokontakte der Kategorie 1, Face-to-Face-Kontakt mit infizierten Personen über kumulativ 15 Minuten, haben nachhaltige Konsequenzen. Wenn auch diese Mitarbeitenden, wie vom Robert-Koch-Institut vorgeschrieben, für mindestens 8 Tage in Quarantäne geschickt werden, wird sich relativ rasch eine bedrohliche Personalunterversorgung einstellen. Das bedeutet in letzter Konsequenz, wir als Intensivmediziner befürchten bei weiter steigenden Infektionszahlen die intensivmedizinische Versorgung in Deutschland bald nicht mehr in vollem Umfang aufgrund des zunehmenden Personalmangels gewährleisten zu können. Aus diesem Grunde möchte ich Sie dringend bitten, den Empfehlungen zur Minimierung des Infektionsrisikos zu folgen. Bitte versuchen Sie, Ihre Kontakte im persönlichen Umfeld so gering wie möglich zu halten. Bitte bleiben Sie größeren Veranstaltungen und Menschenansammlungen fern. Versuchen Sie, die Teilnahme an Festen zu vermeiden. Bitte beachten Sie die AH+L+A-Regeln. Abstand halten, Hygiene, Alltagsmasken tragen, regelmäßiges Lüften und die Corona-Warn-App nutzen. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, wird es uns gelingen, die Kurve der derzeit steigenden Infektionszahlen wieder flach zu halten und damit den Druck aus den Krankenhäusern und hier insbesondere den Intensivstationen herauszunehmen. Seien Sie sich versichert, dass alle Mitarbeitenden in den Krankenhäusern mit Herzblut und hohem Engagement an der Versorgung von allen Patienten und nicht nur Covid-19-Patienten arbeiten und diese versuchen sicherzustellen. Ohne Ihre Hilfe, Ihre Mitarbeit, Ihr Engagement werden wir es aber nicht schaffen. Sie sind für die Bewältigung dieser Krise extrem wichtig und unverzichtbar. Wir im Krankenhaus danken Ihnen schon jetzt für diese Unterstützung. Helfen Sie mit. Denken Sie an sich und Ihre Mitbürger. Danke und bleiben Sie gesund. Ihr Uwe Janssens.